Hallo Leute, hier ist euer Telix und nach langer Abstinenz trinke ich heute mal einen Pu'er mit euch. Bei diesem Pu'er handelt es sich um den Jivo Lucky Bee 2019 von teamania.ch. Ja, was kann man dazu sagen? Der Tee wird produziert tatsächlich von Teamania in Zusammenarbeit mit einem Teemeister namens Yang Ming und einem ominösen Panda. Also ist auch ein Teemeister, das ist quasi der Spitzname. Und stammt eben vom Berg Yiwu. Das ist ein sogenannter Plantagentee, also der kommt jetzt nicht von irgendwelchen uralten wilden Bäumen. Ist dafür aber auch entsprechend preiswerter. Und das Besondere an den Plantagen ist wohl, dass die, soweit ich weiß, und zumindest steht es, glaube ich, auch auf der Seite so, nicht mit irgendwelchen künstlichen Düngern gedüngt werden und dass da auf Pestizide verzichtet wird. Ein Zertifikat gibt es, soweit ich weiß, da jetzt in dem Sinne nicht, also kein offizielles Bio-Siegel. Ich persönlich habe jetzt schon mehrfach online Kontakt zu dem Betreiber von Teamania CH gehabt und wir haben uns da auch schon häufiger mal ausgetauscht und ich persönlich halte die Quelle trotzdem für vertrauenswürdig, auch wenn da jetzt kein explizites Zertifikat dabei ist. Ich finde sowieso, dass es in der Teewelt immer so eine Sache ist, weil oft sehr gute Produzenten gar kein Zertifikat haben. Das sind halt einzelne Meister, die das dann produzieren und große Firmen, finde ich, sollten sich das mit dem Zertifikat schon noch mal überlegen, aber bei anderen bin ich da nicht so streng. So, jetzt aber zu dem Tee. Ich habe mir hier so knapp über 7 Gramm davon abgewogen. Bei einem so jungen Scheng benutze ich auch etwas kühleres Wasser. Ich habe jetzt hier 95 Grad eingestellt. Also, wenn ihr einfach guckt, dass das Wasser jetzt nicht mehr sprudelt, ist das, denke ich, schon ausreichend. Alles klar. Dann habe ich hier meinen Gaiwan, den muss ich noch mal eben vorwärmen. Der fasst so 80 bis 100 Milliliter, dieser Gaiwan. 7 Gramm ist schon eine Hausnummer für die Menge an Wasser. Ich persönlich mag es aber ganz gern ein bisschen kräftiger. Ihr könnt auch mit 5 Gramm einen sehr guten Tee daraus machen. Gut, dann gebe ich das mal hier rein. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den Tee das letzte Mal getrunken habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch so recht gut in Erinnerung habe. Ich habe in Erinnerung, dass er eher süßlich ist, nicht irgendwie gemein bitter wird. Geruchlich, wie soll ich es beschreiben? Also jeder, der schon mal Jungpu'er getrunken hat, weiß, dass der manchmal einen gewissen tierischen Geruch hat. Oft schon so ein bisschen Richtung Ziege oder Schaf. Das ist gar nicht negativ gemeint tatsächlich. Ich finde ihn nicht zu extrem. Also es geht jetzt nicht irgendwie in Richtung Ziegenstall, hat aber definitiv schon auch ein bisschen was von diesem, nennen wir es mal, animalischen, ohne dabei jetzt aber zu unangenehm oder aufdringlich zu werden. So, das etwas runtergekühlte Wasser nehme ich als ersten Waschgang. Und ja, ich habe jetzt einfach mal erster gesagt, weil ich bei jungem Pu'er ganz gerne auch zwei kurze Waschgänge mache. Wirklich kurz. Einmal mit relativ gut runtergekühltem Wasser, so wie dem jetzt. Dann einmal mit der Temperatur, mit der ich ihn auch aufgieße, aber nur ganz schnell. Und dann den ersten Aufguss nur so ein paar Sekunden ziehen lassen. Dann kriegt man meistens ein sehr, sehr schönes Ergebnis, bei dem auch so die Bitterkeit auch ein bisschen reduziert wird. Der Tee ist oft dann schon ein bisschen runder dadurch. Es kommt halt darauf an, was man mag. Ich persönlich mag Bitterkeit zwar, aber es kommt immer sehr darauf an. Bei Tees, die eher von ihrer Süße leben, versuche ich die Bitterkeit tatsächlich auch erstmal zu reduzieren. So, und gießen wir das mal weg.
Und dann starte ich mit dem ersten Aufguss. Erster Aufguss, 95 Grad, also 5 bis 10 Minuten. Ich mache es ja mal ein bisschen Pi mal Daumen. Ich finde auch für, ach nicht 5 bis 10 Minuten, Entschuldigung, 5 bis 10 Sekunden. Ich mache es immer ein bisschen Pi mal Daumen, weil ich finde, für 5 bis 10 Sekunden Timer stellen lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Auf 5 bis 10 Minuten wäre ganz schön heftig. Okay. Sehr schön. Ja, hat so einen hellgoldenen Ton. Sehr heller Apfelsaft. Okay, also im Geruch stelle ich jetzt tatsächlich eher wirklich so ein bisschen eine Süße fest. So eine leichte Fruchtigkeit, aber jetzt schwer so eindeutig zu definieren. Vielleicht so ein bisschen was in Richtung, ja, es kommt ganz gut hin. So ein bisschen was Richtung getrocknete Feige. Geschmacklich. Schon eine leichte Süße, aber auch eine ganz minimale Bitterkeit. Die entfaltet sich jetzt aber nicht so extrem, also wirklich minimal. Und etwas, was ich oft schwer beschreiben kann, also für viele ist das vielleicht auch tatsächlich dieses Tierische. Mir persönlich ist irgendwann aufgefallen, dass es mich, und das habe ich bei vielen frischen Pu'ers, diesen Geschmack, mir persönlich ist aufgefallen, dass es mich an was ganz anderes erinnert. Und zwar erinnert es mich an Börek mit Käse und Spinat. Das hört sich jetzt vielleicht für einen Tee auch nicht unbedingt so super lecker an, aber ich mag es sehr gerne. Also Börek, wer das nicht kennt, das sind so, das ist so eine türkische Spezialität. Das sind so Blätterteigschnecken. Die sind dann eben mit Schafskäse, ich meine Schafskäse oder Weißkäse und Spinat gefüllt. Hat bestimmt jeder schon mal irgendwo im Supermarkt oder beim Bäcker oder sonst wo gesehen. Ich esse das tatsächlich auch ganz gerne mal so to go. Und muss sagen, es geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Es hat eben noch so eine leichte, feine Honigsüße. Und eben so minimalen bitteren Anteil. So, das war der erste Aufguss, dann mache ich mal den zweiten. Wie findet ihr eigentlich das Setting? Ich habe mir überlegt, ich möchte hier so ein bisschen optisch das vielleicht doch ein bisschen umgestalten für meine Videos, für die Aufnahmen. Ja, auch den Winkel ein bisschen. Habe das jetzt mal so organisiert, wie ihr das hier seht. Und mich würde einfach mal interessieren, ob ihr das angenehm findet oder ob ihr es lieber steriler haben wollt. Ich kann mir theoretisch hier noch, so wie ihr es in einigen Videos gesehen habt, so eine kleine weiße Wand mit so einem kleinen Grauanteil freimachen. Da sitze ich aber immer relativ gedrungen und habe nicht so viel Bewegungsfreiraum. Und ja, in den letzten Videos habe ich ja auch häufiger auf dem Sofa gesessen, hatte mir den Tisch aber ein bisschen höher gebockt. Sodass ich fand, dass das auch etwas gedrungener aussah. Da hatte ich zwar auch viel Freiraum. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgespielt. Der Buddy, der sitzt hier unter einem kleinen Bonsai. Und ja, ein bisschen Deko im Hintergrund. Ich weiß nicht, wenn euch das stört, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann überlege ich mir, ob ich das ändere oder ob es
mir persönlich aber doch ganz gut so gefällt. Und ich hätte einfach gerne eure Meinung dazu. Das ist das, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Der Tee ist jetzt so ein Tacken dunkler, hat aber immer noch ein sehr schönes Gelb. Das ist bei jungem Pu'er, finde ich, tatsächlich auch wichtig, dass der dann auch eher dieses Gelbliche hat. Ansonsten spricht das dafür, dass der entweder nicht, also wenn er wirklich schon jung so tief ins Orangene geht, das kann verschiedene Gründe haben. Es gibt Pu'ers, die werden teilweise so ein bisschen anoxidiert, dann ist das aber gewollt und normalerweise kriegt man die Info dann meistens auch beim Kauf. Es kann sein, dass der Tee bei der Produktion irgendwelche Schäden genommen hat, dann kriegt man auch einen dunkleren Farbton. Oder ihr habt ihn einfach viel zu heiß gebrüht oder zu lang und der ist quasi gekippt, dann kann das auch schon mal sein. Aber das hier ist so die Farbe, die ein frischer junger Pu'er haben sollte. So. Geschmacklich etwas intensiver, wird jetzt auch ein bisschen breiter auf der Zunge. Etwas mehr von dieser Bitterkeit, aber wie gesagt, das ist absolut keine starke Bitterkeit, das ist echt dezent. Und danach kommt so eine Süße. Leichte Fruchtigkeit ist auch dabei. Das ist so das, was ich im ersten Moment auch beim Geruch festgestellt hatte, beim ersten Aufguss. Dieses, ja, kann man feige sagen, vielleicht ist das gar nicht unbedingt der richtige Ausdruck, aber mich erinnert es halt minimal so ein bisschen an feige. Es kann sein, dass jemand anderes den Tee probiert und sagt, hey, das ist ganz klar, weiß ich nicht, irgendeine andere Frucht oder vielleicht irgendein wie eine bestimmte. Ja, es gibt auch tatsächlich andere Pflanzen, die so in die Richtung gehen oder bestimmte Blumen oder ein bestimmter Nektar oder so. Jetzt, wo ich es gerade sage, das vielleicht ist auch so ein leichter, so ein Touch Holunder tatsächlich auch. Aber Geschmack finde ich ist eh sehr variabel. Ich versuche jetzt für mich dazu ein bisschen zu präzisieren, aber was finde ich eigentlich wichtig ist, ist, es ist ein Tee, der geschmacklich nicht zu intensiv ist, wenn man ihn so wie ich relativ mild zubereitet. Der eine gewisse Süße, eine ganz leichte Herbe mitbringt, so ein paar Fruchtnoten. Ich denke, darauf kann ich das Ganze so grob reduzieren, um da jetzt nicht irgendwie zu viel zu erzählen und vorwegzunehmen. Ich persönlich muss sagen, dass der Tee mir ganz gut gefällt. Also ich habe jetzt schon zwei, dreimal davon getrunken. Jetzt, wie gesagt, eine längere Zeit nicht. Und finde den von der Preis-Leistung auch tatsächlich gut. Deswegen wollte ich euch den heute auch vorstellen. Weil der ganze Bing, glaube ich. Nee, Moment. Doch. Der ganze Bing kostet 45 Schweizer Franken. Das sind aktuell umgerechnet 40,66 Euro. Und das finde ich für so einen Tee echt gut. Also, wenn man es jetzt mal runterbricht, das sind 357 Gramm auf den Bing. Ja, knapp über 10 Euro für 100 Gramm, ne? Finde ich, ist in Ordnung. Da habe ich schon weniger für mehr Geld bekommen und muss sagen, dass der mir ganz gut gefällt. So auch unter Umständen, wenn man wirklich täglich Pu'er trinkt, auch ganz gut als Alltagstee geeignet. Und bei Tea Mania kriegt ihr auch
noch ein paar andere Jahrgänge. Ich glaube, den 2018er kriegt ihr noch, den 2017er. 2016er weiß ich nicht, ob der ausverkauft war oder ob man den auch noch kriegt. Aber das ist halt auch ganz spannend, wenn ihr mal so ein paar verschiedene Jahrgänge vergleichen wollt. Also 2016 muss ich sagen, generell nicht nur bei dem, sondern ist meine persönliche Meinung. 2016 fand ich war PR-technisch ein ganz, ganz tolles Teejahr. Sind oft so meine Favorites und ich finde tatsächlich, dass die meisten, die ich getrunken habe, natürlich kann man sich darüber streiten, jede Lagerung ist anders. Aber so 2016 waren oft Tees, die sich auch relativ gut entwickeln und die man, finde ich, jetzt 2019 auch noch echt gut trinken kann. Beziehungsweise die dadurch vielleicht sogar noch was dazu gewonnen haben. So, dritter Aufguss. Das ist spannend, wie der sich von Aufguss zu Aufguss jetzt verändert hat. Ich habe hier jetzt ein intensiveres Gefühl von so einer Pelzigkeit. Etwas mehr diese Bitterkeit. Vielleicht, ja, diese Pelzigkeit, vielleicht kann man das auch ganz gut so als Mineralität bezeichnen. Also Mineralität, das wissen die, die meine Videos regelmäßig sehen, ist für mich ja oft so ein Begriff, mit dem bin ich sehr schwammig. Aber doch, das geht für mich so in die Richtung. Gleichzeitig, also auf der Zunge ein bisschen trocken. Oben am Gaumen ein bisschen trocken und gleichzeitig bewässert es aber so hinten von den Wangen her. Und am Anfang, jetzt in dem Aufguss, wie gesagt, eben diese beschriebene Bitterkeit. Und jetzt gerade wird er echt süßlich. Aber nicht so zuckrig süßlich. Trotz allem finde ich, dass der jetzt relativ leicht ist. Also ich habe ihn, wie gesagt, schon relativ stark dosiert. Es gibt Pu-Erst, die machen sehr dickflüssigen Eindruck auf den Mund. Den finde ich jetzt eher. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich sage es einfach mal, wie ich es wahrnehme. Es ist halt eher wässrig, also eher befeuchtend, nicht so dickflüssig cremig. Hinterlässt, wie gesagt, aber so eine Pelzigkeit im Mund, die ich gerade echt angenehm finde. Also ich habe quasi gerade echt Bock, so ein bisschen auf meiner Zunge rumzukauen, weil sich das irgendwie alles so pelzig anfühlt, aber in einem wirklich positiven Ausmaß. Und jetzt gerade merke ich, dass der Tee bei mir zumindest in der Kehle auch ein bisschen kühlend wirkt. Ich mache jetzt einfach nochmal einen Aufguss. Ist dann der vierte, meine ich, ne? Ja, vier. Ich zähle tatsächlich selbst bei so geringen Zahlen an Aufgüssen eigentlich nicht mehr mit, weil es mir echt da um den Genuss geht. Wie handhabt ihr das denn? Also zählt ihr immer alles mit? Habt ihr vielleicht sogar, das habe ich schon mal gesehen, so einen Würfel, wo ihr mitdreht? Oder sagt ihr auch, ich trinke einfach den Tee und vielleicht sind es 5, vielleicht sind es 20 Aufgüsse. Hauptsache, ich habe eine schöne Zeit. Also so sehe ich das mittlerweile tatsächlich. Es gibt ganz selten mal Tees, wo ich wirklich, wo es mich wirklich interessiert. Wo ich wirklich gucke, wie ausdauernd ist der. Aber im Großen und Ganzen bin ich da von vielen Sachen weg. Also früher habe ich tatsächlich auch immer die Zeiten gemessen und wirklich aufs Milligramm genau, beziehungsweise Zentigramm, kann ich mit meiner Waage feststellen. Und mache das jetzt größtenteils so ein bisschen nach Auge. Für die Videos wiege ich es immer noch mal kurz ab, damit ich euch eine Referenz geben kann. Und ja, mit der Temperatur, das ist halt praktisch bei meinem Wasserkocher, die
anzeigt. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich da mal keine Möglichkeit habe, ist es mir auch egal. Also ich schleppe jetzt nicht irgendwie Thermometer dafür mit. Würde mich echt interessieren, wie ihr das handhabt. Gerade diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, ob die irgendwann auch davon weggekommen sind oder ob die das immer noch, ich sag mal, hochwissenschaftlich angehen, das ganze Thema. Gleiche Art der Veränderung tatsächlich wie zum letzten Aufguss hin. Also es ist jetzt nochmal ein Tacken mehr Kraft dahinter, mehr Pelzigkeit, bisschen Bitterkeit. Hinten an der Zunge eine gewisse Süße. Eine leichte Blumigkeit tatsächlich auch, aber nicht so eine intensive Blumigkeit, wie das manche Blumen, sowas wie zum Beispiel Rosen oder Orchideen haben, sondern eher sowas wirklich Mildes, so ein bisschen. Ja, tatsächlich ein bisschen was von Butterblume. In der Tasse riecht das Ganze extrem süß. Ein bisschen honigartig tatsächlich. Sehr schön. Ich mache jetzt sogar noch einen fünften Aufguss. Ich merke gerade, dass die Idee mit dem Zwischengefäß gar nicht so doof ist. Sonst mache ich ja immer nur drei Aufgüsse. Auch dafür eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Wenn ich hier das zwischengieße, dann kann es schon mal abkühlen, dann kann ich den Tee schneller trinken. Ich habe jetzt gerade mal auf den Tacho geguckt, sind jetzt so 23 Minuten noch was. Also reine Aufnahmezeit jetzt. Und ich habe jetzt einen fünften Aufguss. Ist eigentlich echt gut, ne? Ich fühle mich manchmal tatsächlich, ich hätte wirklich gerne zu dem Thema jetzt eine ganze Menge Kommentare. Bitte haut raus, was ihr könnt. Ich fühle mich manchmal tatsächlich ein bisschen doof, wenn ich hier so sitze und Tees probiere, die ich mag, weil ich persönlich mir auch gar keine hier für so ein Review raussuche, die ich irgendwie nicht mag und euch hier von dem Tee einen vorschwärme. Manchmal denke ich mir selber so, ja, du machst doch hier jetzt nur ein Review. So, du willst den Leuten das ja nicht verkaufen und komm mir dann hinterher echt vor, als wäre ich hier so ein Volltrottel, der hier sitzt und die ganze Zeit hier total verliebt in die Tees ist und hab manchmal ein bisschen Sorge, dass das fast schon so ein bisschen Richtung Don May geht. Nicht persönlich gegen Don May, aber mich stört es tatsächlich mittlerweile in den Videos von denen, dass es eben so ein riesen Werbemarketing-Ding ist und die da voll ausrasten und wow, bester Tee ever. Nee, es ist nicht der beste Tee, den ich je probiert habe, aber ich finde, der ist halt echt gut für den Preis und also ich kann den tatsächlich jedem empfehlen, der auf leichte junge Pu-Erst steht und wie gesagt, ich wüsste einfach gerne, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr das Ganze noch ein bisschen ruhiger haben wollte. Also ich glaube, ich bin meistens schon relativ ruhig. Guter Freund von mir hat mal gesagt, er benutzt meine Videos ganz gerne als Einschlafhilfe. Soll er machen. Ich freue mich, wenn ich ihm helfen kann. Und ja, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Genau, ich wüsste einfach gerne, wie ihr überhaupt so die Entwicklung von meinem Kanal findet auch. Also findet ihr das gut, dass ich in den T-Views vielleicht jetzt auch so ein bisschen mehr Energie mitbringe.
Das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass ich mich mittlerweile ein bisschen mehr daran gewöhnt habe, vor einer Kamera zu sprechen. Oder wollt ihr eher wieder so ein bisschen, also noch mehr Ruhe haben? Ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Videos besonders hyperaktiv sind. Da kenne ich ganz andere Leute auf YouTube. Und ja, schreibt mir einfach, wie ihr das so wahrnehmt. Also ich mache den Kanal ja jetzt seit knapp über 1,5 Jahren. Und ich gucke mir manchmal noch so alte Videos an. Also kann ich nicht wirklich oft und nicht lang, weil es auch ein bisschen komisch ist, sich ständig irgendwie selbst sprechen zu hören. Und habe schon zwischendurch den Eindruck, dass ich früher echt so einen kleinen Stock im, na, ihr wisst schon wo, hatte. Und bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie sich das so entwickelt hat. Und ich finde es ziemlich krass, dass jetzt so in den letzten Wochen super, super viele Abonnenten so dazugekommen sind, obwohl ich gar keine Videos rausgebracht habe. Sollte mir das zu denken geben, dass in Zeiten, wo ich keine Videos rausbringe, irgendwie mehr Leute Bock dazu haben, meinen Kanal zu schauen. Vielleicht verliere ich jetzt auch eine ganze Menge wieder, wenn ich das Video hochlade. Ja, schade. Ich freue mich wirklich über jeden Zuschauer. Aber wenn es so sein sollte, dann ist das halt so. Ja, so langsam. Ich will jetzt nicht sagen, verlässt ihn die Kraft. Aber ich merke schon, dass er weniger komplex wird. Ich mache jetzt wirklich noch mal einen Aufguss, lass den so ein bisschen ziehen und guck dann mal, was da rumkommt. Super. Ja, jetzt habe ich ja auch so ein bisschen generell darüber geredet. Was es so für Pu-Erhs gibt, welche, die eher schwerer werden, welche, die eher leichter sind. An der Stelle würde es mich auch noch mal interessieren, wie eure Präferenzen so sind. Also mit einigen von euch habe ich ja auch schon mal geschrieben und weiß da auch, wer das so ist und was da für Vorlieben hat. Mit anderen habe ich vielleicht noch nie geschrieben und ich freue mich halt, wie gesagt, über jede Art von Interaktion zwischen uns. Und ja, was trinkt ihr für Tees? Wir sammeln das einfach mal in den Kommentaren, was ihr gerne für Tees trinkt, was ihr für Vorlieben insbesondere bei Pu-Erh habt, weil das für mich auch tatsächlich eine Riesenleidenschaft ist, aber auch bei anderen Tees. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht für das ein oder andere Spektrum da auch mal ein Tea-View zu mache, wo ich ein bisschen näher auf einzelne Tees dann auch nochmal eingehen kann. Würde mich echt interessieren. So. Dann denke ich, ist das jetzt sogar schon okay. Also klar könnte ich den jetzt noch ewig lang ziehen lassen. Aber ich will jetzt einfach nur mal gucken, ob da überhaupt was kommt. Sehr schön. Farbe wird immer kräftiger tatsächlich. Obwohl der Tee jetzt ein bisschen meiner Meinung nach, wie gesagt, nachgelassen hatte. Ja. Ähnlich dem vierten und fünften im Endeffekt. Bisschen weniger Komplexität jetzt. Wie gesagt, diese Pelzigkeit oder Mineraligkeit, eine leichte Bitterkeit. Okay, also ich werde vielleicht jetzt tatsächlich danach noch einen Aufguss machen. Wird das Video jetzt an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr wirklich das ganze Video jetzt bei seiner Länge durchgesehen haben und ihr seid noch kein Abonnenten, dann könnt ihr das hier an der Stelle nachholen. Zu den angesprochenen Themen, wie gesagt, ich freue mich tierisch über Interaktionen. Schreibt mir alles Mögliche in die Kommentare, was euch dazu so einfällt, zu den Fragen, die ich gestellt habe oder auch Anregungen. Und dann verlinke ich euch hier noch zwei weitere Videos und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Telix.